Uhrzeitcode ist heute nochmal das Thema. Ich bin jetzt des Öfteren angesprochen worden, wie die Versuchsanordnung nochmal genau gewesen ist, dass man es zu Hause auch nachbauen kann. Der Sohn oder Enkel, glaube ich, vom Guido Schürch vertreibt da so ein Hochspannungsset. Also nicht so eins, ne, aber würde er gerne mal reingucken wollen. Ne? Mich würde mal interessieren, wie er die Ansteuerung macht. Ich habe es erstmal ganz assi-mäßig gemacht, ne? Mit Bedini und Zündspule. Also die zwei Sachen braucht er dafür. Dann könnt ihr die ganze Schaltung an eine Autobatterie hängen. Die muss ja gar nicht mehr richtig voll sein. Ne? Also die ist jetzt zum Beispiel auf Allowen umgerüstet. Da hat sie sowieso nicht mehr die Original-Voltzahl, sondern nur noch so bei 11 Volt. Das reicht aber vollkommen aus, weil die Schaltung zieht fast nichts. Ja, das ist das Schöne hier dran. Ne? Da kann man pulsierende Hochspannung erzeugen. Ja, also es ist keine komplette reine Hochspannung, muss ich erstmal dazu sagen. Aber eine hochfrequente, naja, hochfrequent vielleicht auch noch nicht. Hochfrequenz geht ab 50 kHz, ab 20 kHz los. Ich glaube, hier sind wir vielleicht bei 4 kHz, jedenfalls im hörbaren Bereich. Ja, ihr werdet es dann auch hören. Und mal ganz grob, wer da eingestiegen ist. Ne? Ich will jetzt die Bedini-Story nicht nochmal auffrischen, da gibt es mittlerweile mehr als genug Videos drüber. Aber das, damit geht's los, einfach ein PC-Lüfter und den als Bedini zusammenbasteln. Ne? Das kann dann etwas chaotisch aussehen, so wie hier. Ne? Das war ursprünglich mal ein Lüfter gewesen und habe noch mehrere Versuche damit gemacht. Ne? Also denkt euch jetzt, dass das mal... dass das jetzt hier so ein ganz normaler Lüfter-Bedini ist. Ne? Von der Schaltung her, die lernt ihr ja dann auch. Ist dann auch klar, wo Plus und Minus von der Batterie rankommt. Und dann geht es weiter mit der Zündspule. Ne? Wenn ihr das Glück haben solltet, so eine irgendwo zu ergattern, könnt ihr halbwegs froh sein. Ne? Dann passt nämlich die Erklärung so, wie ich sie jetzt gerade eben tätige, ganz gut. Bei denen ist meistens so, dass die 15 der Plus ist. Der Plus wird sich vom Plus von der Eingangsbatterie geholt und der Minus ist mit 1 gekennzeichnet, ja, da steht meistens eine 1 drauf, also 1 ist der Minus und den Minus holen wir uns vom Gehäuse vom Transistor. Fertig. Ne? Schon ist die Zündspule angeschlossen und hier oben aus der Zündspule kommt dann unsere Hochspannung raus, die wir gegen Minus, ne, wirken lassen. Hier kommen dann die Samen rein, ne, habt ihr dann ein Schälchen, ne, könnt ihr dann die Samen hier reinstellen und je nachdem, wie viel Spannung man hier erzeugt, ne, wer dann ein bisschen dahinter kommt, kommt da auf alle Fälle, ne, wie das dann funktioniert, da wird auch merken, ja, da kann man ja auch mit einem Zeilentrafo von einem Fernseher machen zum Beispiel, aber die Erklärung möchte ich jetzt hier nicht mehr veröffentlichen, weil ab Zeilentrafo geht's mit wirklich lebensgefährlichen Energiedichten los, ne. Also hier bei so einer Zündspule braucht ihr keinen Schiss haben, das zwirbelt mal kurz, ne, mal zuckt mal kurz, aber lebensgefährlich ist bei den Zündspulen von der Leistungsdichte her nichts. Also da muss man sich schon wirklich extrem überansteuern und ich glaube vorher brennt sie durch, da ist dann die Sekundärwindung mit viel zu dünnem Draht bewickelt. Ja, aber wir brauchen ja hier bei unserem Experiment gar keinen Stromfluss, ne, gar keine Ampere, sondern einfach nur Spannung. Weil wir wollen ja einfach nur ein statisches Feld erzeugen, ne, worin dann die Samen schneller hochgezogen werden und je nachdem Uhrzeitformen. Ich konnte noch keine nachweisen, aber das mit denen, dass die Samen schneller herauskommen, das ist für mich jetzt schon eindeutig klar. Ja, hat bei mir auch mit so einer Anordnung funktioniert. Aber inwieweit jetzt die Originalgeräte von den Nachfahren vom Herrn Schürch da funktionieren, das weiß ich noch nicht. Ne? Also da könnt wir mal weiter ein bisschen recherchieren. So, ich werfe es jetzt noch mal kurz an und um es euch noch mal zu demonstrieren. Ja, wenn es dann dran ist, einfach anschwingen. Jawohl. Und jetzt hört ihr schon, ne, hier sind wir im hörbaren Bereich, das heißt unterhalb von 20 kHz. Zündspule müsste laufen, weil, ne, sonst wird sich der Lüfter-Bedini drehen und nicht in Selbstoszillation gehen. Also selbst in Anführungszeichen, er triggert sich selbst, ist damit gemeint. So, dann gucken wir mal, ob wir hier auch Hochspannung haben. Ne, also rangreifen möchte ich jetzt nicht unbedingt, das zirbelt mir dann schon etwas sehr. Dafür habe ich hier, ist den meisten Bastlern bestimmt jetzt mittlerweile auch schon bekannt, so eine Aframenko Elektronenpumpe, ne, 1993 patentiert worden, also zumindest hier die Anordnung mit den zwei Dioden, ne, sind zwei 4007er Dioden. Hier eine Germanium-Ausführung, normale 4007er gehen auch, ich glaube je schneller sie sind, desto besser geht's. Und hier oben ist einfach eine rote richtig helle LED angeschlossen.
Ja, ich meine, es ergibt sich dann, hier kommt der Plus raus, hier Plus der LED, hier Minus der LED und hier unten mit der Antenne kann man dann hochfrequente Felder aufspüren. Ja, wo auch hohe Spannungen unterwegs sind. Ne? Wer einen alten Röhrenfernseher hat, da geht das einwandfrei, da kommen so bis 15.000 Volt von an der Röhre manchmal noch an. Und hier mal gucken, wie es hier ausschaut. Ich gehe mal in die Nähe vom Minus. Jawohl, ich bin erst in der Nähe, ne, noch gar nicht dran und jawohl, sie leuchtet. Ne, hier, wenn ihr eine Zündspule angeschlossen habt, da steht dann das ganze System unter Hochspannung. Ne, also da müsst ihr dann hier auch aufpassen. Ne, selbst hier muss ich an noch gar keinen Bauteil direkt rangehen. Hier sind dann überall schon diese Hochspannungsfelder unterwegs. Ja, das meiste sollte natürlich hier ankommen. Und wie viel da jetzt momentan ankommt, ne, das ist ein kleiner Bedini mit einer kleinen Zündspule. In Autos sind meistens noch größere Zündspulen verbaut. Da könnt ihr dann das natürlich aufpimpen, wie ihr wollt. Aber das ist die Anordnung, die ich genommen hatte. Dann gucken wir mal, wie viel da ist. Ja, das geht. Ne, man sagt so ungefähr pro Millimeter, was man in der Luft an Funken überbrücken kann, hat man 1000 Volt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wenn das Feld statisch ist, ist es so pro Zentimeter 1000 Volt. Ne? Also wenn ich jetzt hier, wie viel sind das? 3 Zentimeter vielleicht. Ja, habe ich 3000 Volt Spannungsabfall von oben nach unten. Ne? Das müsste man dann halt so wegrechnen, wenn ich mit 15.000 Volt oder 20.000 Volt, je nachdem, reinkomme. Und dann hat man wenigstens einen kleinen Anhaltspunkt. Ne? Wenn noch jemand eine Idee hat, wie man das komplett genau messen kann, ne? Dieses gepulste Hochspannungszeug, immer her damit, dass wir dann auch ein bisschen dokumentieren können. Ne? Ansonsten viel Spaß beim Nachbauen. Ich hoffe, die Erklärung war jetzt erstmal soweit eindeutig. Kleiner Zusatz mal noch, euch fällt vielleicht auf, dass ich jetzt den Plus der Zündspule unten hin gemacht habe. Aus dem Grunde, weil ich mir nämlich bei diesem ganzen Durcheinander mit elektrischer Stromrichtung, physikalischer Stromrichtung, theoretischer und was es da so alles gibt, einmal fließt von Plus nach Minus, andere mal von Minus nach Plus. Ich habe es jetzt intuitiv mal so angeklemmt. Ich glaube, auch bei meinen Versuchen hatte ich das so gemacht. Und damit kann ich jedenfalls die Hand ins Feuer legen, hat man einen Wachstumseffekt bei den Samen. Bis später.